Wir sind im Ortsteil Spohle. Dort ist bei Umladearbeiten mit einem Gabelstapler ein 1000 Liter IBC-Fass mit einer Säure kaputt gegangen. Also das Fass hat einen Schaden genommen. Inhalt war ein sogenannter Stoff, der hieß Lupromix. Das ist so eine Art Ameisensäure. Daher muss man auf jeden Fall alles tun, um Umweltschäden und für die Bevölkerung alles zu tun, damit nichts passiert weiter. Es ist weiträumig abgesperrt. Es ist auch die Bevölkerung gewarnt worden über Rundfunkdurchsagen und über die Warn-Apps, die es ja auch immer mehr gibt. Das soll also so sein, dass auch keine Gefahr besteht für die Bevölkerung und die Umgebung. Die erst eintreffende Feuerwehr war die Ortsfeuerwehr Spohle. Die hat erstmal festgestellt, dass es zum keinen Brand kommen kann, hat den Gefahrstoff so weit abgedämmt, das Fass auf Deutsch gesagt schräg gestellt, dass nichts weiter ausläuft. Nachalarmiert sind dann im nächsten Schritt gewesen die Erkunder, die für solche Fälle zuständig sind. Also eine ABRC-Erkundung nennt man das. Das ist also ein Gefahrgutbeauftragter, der sich darauf spezialisiert hat. Der weiß, was das für ein Stoff ist, der weiß, wie man damit umgehen muss. Und der ist dann angefordert worden, um zu gucken, was es halt eben ist. Daraufhin ist dann entschieden worden, diesen Stoff dann abzutransportieren. Und damit das geschehen kann, sind dann Einheiten nachalarmiert worden, die Atemschutzgeräteträger haben. Also kann vom Gefahrstoff nichts mehr passieren. Jetzt wird abgewartet, bis die Fachfirma kommt. Und die muss das dann umfüllen oder entsorgen, aufnehmen. Das werden die wissen, was sie zu tun haben. Gefahrguteinsatz bezieht immerhin die Gefahrguteinheit des Landkreises Ammerland dazu, also den sogenannten Gefahrgutzug. Da gehört eine Dekontaminationsabteilung dazu, da gehören Fachleute dazu, die sich mit den Stoffen auskennen, die mit Umfüllarbeiten zum Beispiel betraut sind und die auch mit Schutzanzügen hantieren können. Bei allem sind es aber die Atemschutzgeräteträger, die bei sowas gefordert sind. Und die müssen natürlich auch angefordert werden, auch von anderen Wehren. Das ist ein Dekon-Zelt, ein Dekontaminationszelt. Also das ist eine Waschanlage quasi für die Einsatzkräfte. Die haben einen Schutzanzug an, sehen ja so ein bisschen aus wie Marsmenschen. Und sie müssen natürlich mit diesem Schutzanzug gereinigt werden. Das wird dort gemacht, in diesem Dekontaminationszelt, gewaschen und gereinigt, dass man sauber wieder rauskommt.